Wir Musen, 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 das Rhymus. Wir Musen, 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 das Rhymus. Rhymus ist lecker und gesund. Wir Musen, 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 das Rhymus. Wir Musen, 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 das Rhymus. Wir Musen, 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 das Rhymus. Wir Musen, 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 das Rhymus. Rhymus ist lecker und gesund. Hallo, meine lieben Freundinnen. Heute verrate ich euch das beste Steckrübenmus, das ihr jemals gegessen haben werdet. Zunächst dünstet ihr die kleingeschnittenen Zwiebeln in Öl. Auch ein Teil der Mohrrübe und der Steckrübenwurzel wird nun mit gedünstet. So, ich habe bereits angedünsteterweise mit Wasser auch abgelöscht und die Kartoffeln reingetan. Und als Geheimzutat für euch habe ich heute Rauchsalz dabei. Das werde ich auch im Topf verteilen. Und für den extra Kniff heute ein Lorbeerblatt. Gerade eben habe ich noch eine gedankliche Eingebung gehabt und dachte, dass Tomate und Steckrübe meiner Meinung nach eine gute Idee ist. Nach 10-minütigem Kochen Petersilie hinzufügen. Jetzt nach 30 Minuten ist das Gemüse weich gekocht und wird nun mit einem Stampfer zu Brei zerstampft. Ich habe währenddessen noch ein wenig Sojasauce und aber auch Balsamico hinzugefügt. Und los geht's. Wir brauchen nicht lang warten, wir kochen ihn allein. Rübenmus mit Räuchertofu auf dem Teller, frisch serviert. Da wollen wir gucken. Thank you.